Hallo ihr Lieben! Wow, 1000 Abonnenten! Das ist unglaublich! Vielen lieben Dank euch! Das ist ein wirklich sehr, sehr großes Geschenk für uns. Ich habe am Samstag mein gesamtes Playmobil neu sortiert, das hat wirklich lange gedauert. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich euch heute einfach als Special meine Playmobil-Sammlung zeige. Und wir fangen nun auch schon an. So, hier seht ihr Familie Spielwelt in ihrem Wohnzimmer. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter zurück. Hier ist, wie gesagt, das moderne Wohnhaus. Und daneben ist die Luxusvilla von Familie Wolf. Die habe ich mit so einem Tuch abgedeckt. Das liegt einfach daran, dass sonst viel zu viel Staub in die Luxusvilla kommen würde. Hier ist die Straße. Die ist, wie ihr sehen könnt, an einigen Stellen schon ziemlich kaputt. Aber ich kann immer noch gut darauf filmen und dann passe ich auch auf, dass auf den Fotos diese kaputten Stellen nicht zu sehen sind. Tims Zimmer ist übrigens einfach nur ein Anbau. Hier liegt dann mein Patafix oder auch Kleberknete genannt. Und das hier ist eine kleine Box, die einmal fokussiert werden muss. Und dort drin ist dann mein gesamtes Besteck sowie andere Küchenutensilien. Und hier sind noch Sortierboxen, die zeige ich euch genauer. So, hier auf der ersten Box steht, Achtung, nur für Familie Spielwelt und Familie Wolf, keine Befugnis für andere Figuren. Das ist natürlich ein bisschen fies, aber das habe ich mir einfach überlegt, weil das eben die Kiste ist, wo so alle Outfits von Familie Spielwelt und Familie Wolf drin sind. Wie zum Beispiel, Charlottes Schlafanzug oder ihre Reitkleidung. Und das ist noch die andere Sortierbox. Da steht eigentlich schon drauf, was da drin ist. Und zwar wichtige Dinge, wie zum Beispiel Taschen, Helme, Handtücher, Elektronik, Drogerie, Koffer und der Hauswirtschaftsraum. So, das ist also unsere Box mit wichtigen Materialien. Hier zum Beispiel das Bügelbrett. Oder einer unserer Urlaubskoffer. Gut, und jetzt schauen wir mal ein bisschen unter den Kulissen. Hier sind ganz, ganz viele selbstgebastelte Häuser von mir drin. Da unten ist es auch ganz schön dunkel. Hier ist die Bücherei, wo Mama Charlotte arbeitet. Die ist ziemlich chaotisch, da sind auch keine Bücher drin. Dann ist hier drüben einmal das Haus von Claras bester Freundin Marie. Da fällt auch diese Zwischenwand dauernd hin, aber naja, ich benutze das Haus auch sehr, sehr selten. Hier auf der anderen Seite haben wir dann meine ganze Box mit selbstgebastelten Sachen. Und hier ist das selbstgebastelte Haus. Und wieder auf der anderen Seite ist dann dieses kleine Haus. Das wollte ich eigentlich schon wegschmeißen. Aber ich habe es nicht getan wegen diesem Zimmer hier oben. Ich finde das so süß. Gut, nun gehen wir hier von der Kulisse weg. Hier ist mein Bücherregal. Und auf meinem Bücherregal sind dann noch mehr selbstgebastelte Sachen. Hier ist das Tanzstudio, wo Johannes, Ole und Baschkim ganz viel Spaß hatten. Und ich habe übrigens die ganzen Seitenwände einzeln ausgeschnitten, weil ich das so viel schöner finde. Und dann kann ich auch besser von allen Seiten ins Tanzstudio reinfüllen. Hier ist dann die Rezeption von unserer Motto-Bungalow-Serie. Und da hinten ist noch die Grundschule von Clara und Malte. Hier ist dann noch ein anderes Regal. Hier sind die ganzen Bungalows. Die sind uneingerichtet. Darüber ist dann so meine Sammlung zum Thema Aquapark und Pool. Und hier oben ist dann mein absolutes Lieblings-Playmobil-Set. Und zwar das Baumhaus. Hier habe ich noch eine Box, die machen wir mal auf. Hier sind verschiedene Sachen drin, zum Beispiel das Wohnmobil, ein Modellauto, ein Zelt oder auch diese Weihnachtsstadt. Die muss ich erstmal rauskriegen. Da sind so kleine Häuser drinnen von 1 bis 24. Und die finde ich so wunderschön und die stelle ich auch immer super gerne in den Hintergrund. Hier unten habe ich dann noch eine alte Bühne oder eher so eine Tribüne, wo man sich hinsetzen kann. Und dort drüben ist das Spiel- und Spaßcenter. Das ist aus einem ganz alten Video von uns. Und hier ist noch das kleine
Gebäude von der Krippe. Und das ist eigentlich alles, was da drin ist. So, und hier kommen wir auch schon zu meiner Kulisse, die ich immer auf- und abbaue. Dieser Hintergrund ändert sich auch immer. Im Moment ist das dieser Hintergrund hier. Und davor steht die große Schule, weil sie einfach viel zu groß ist, um sie irgendwo unten hinzustellen. Ich habe übrigens ein bisschen Tims Klassenraum aufgepimpt. Hier mit ein paar Infos, Stickern und dem Stundenplan. Und hier ist noch meine Schulbox. Hier ist alles Mögliche drin, wie zum Beispiel Schulfiguren. Das ist eine Sportlehrerin. Aber es gibt auch ganz viel Schulzubehör, wie beispielsweise so einen Schreibtisch und noch vieles, vieles mehr. Auch hier ein kurzer Blick unter den Kulissen. Hier sind meine Playmobil-Gebäude oder auch das Karussell. Hier hinten ist dann noch eine Box mit den Tieren. Dort ist die Kleintierpension und hier vorne die Kinderarztpraxis von Frau Dr. Engel. Und daneben ist dieses Stadthaus hier. Das ist bei mir das Krankenhaus. Hier ist die Skihütte. Und dort hinten noch das Haus vom Weihnachtsmann. Dann habe ich noch diese Box hier. Hier ist zum Beispiel mein selbstgebastelter Wasserfall drin von Tim auf Klassenfahrt Teil 2. Dann haben wir hier noch eine Box, das ist übrigens so eine Vokabelkarteibox. Da sind so die Büchereibücher drin. Hier hinten habe ich dann noch Playmobil-Bauteile und Konfetti. Hier ist etwas Weihnachtliches und zwar so Tannenbäume, die schneebedeckt sind. Ein Paddel, was hier eigentlich nicht reingehört. Und hier ist dann so meine Grundschulbox. Hier sind so lauter Sachen drin für die Grundschule, wie zum Beispiel solche Tische. So, diese Box habe ich euch hier mal rausgeholt. Das sind so meine Wintersachen. Hier haben wir zum Beispiel einen Zweierbock, der hat noch mein Vater gehört, als er klein war. Oder auch hier so eine Aufbewahrung für die Skier. Und noch vieles, vieles mehr zum Thema Winter. Hier ist dann noch meine Box mit lauter Sachen zum Thema Outdoor. Hier ist so eine Kiste mit Blumen. Das ist so eine Flohmarktkiste, deswegen steht da auch ein Preis drauf. Aber ich habe hier auch Bäume drin oder Kürbisse und so weiter und so fort. In dieser Box hier ist alles zum Thema Sommer drin oder auch zum Mega-Feld. Und jetzt kommen wir auch schon zu dieser Schublade hier. Hier ist eigentlich so alles Restliche drin. Und das zeige ich euch natürlich genauer. Ich bewahre meine verschiedenen Dinge in solchen Plastiktüten auf. Das liegt einfach daran, dass ich diese Plastiktüten mal in einem Playmobil-Set bekommen habe. Und ich habe mir da so gedacht, na, das ist natürlich sehr praktisch zum Sortieren. Und es ist auch sehr umweltfreundlich, weil sonst würden ja die Verpackungen weggeschmissen werden. Das hier ist meine Tüte mit Küchenutensilien. Dann haben wir Kopfbedeckungen. Und hier ist meine Kita-Tüte. Hier sind so alle Kita-Figuren drin. Kindergärtner und die Kita-Kinder, außer natürlich Freddy, der kommt ja zur Familie Spielwelt. Hier ist auch noch eine Kiste mit Krankenhauszubehör und hier eine mit Care, also so mit Fahrrädern und Kinderwegen. Außerdem sind hier auch so große Spielzeuge drin. Hier ist dann so eine Box, die hat einen eher brutalen Titel und zwar Körperteile und Nostalgie. Hier sind alle meine nostalgischen Figuren drin, aber eben auch Körperteile, wie zum Beispiel Köpfe und Arme von Playmobil-Figuren. Diese fette Kiste hier beinhaltet alles zum Thema Krankenhaus, Krankenhausbetten und
liegen und so weiter. Dann haben wir diese kleine Box mit Kleinteilen. Hier noch eine Faschingskiste. Hier sind so Faschingsfiguren drin, aber auch Verkleidungen. Jetzt kommen wir zu einer super schönen Tüte, und zwar der Weihnachtstüte. Weihnachtsfiguren und Weihnachtszubehör und Weihnachtsdekoration und so weiter. Hier ist dann meine Tüte mit selbstgebastelten Playmobil-Sets. Und dort drüben, die ist aufgegangen. Eine Tüte, die heißt ganz schlicht und einfach Kram. Denn da ist wirklich Kram drin. Zeugnisse, Zeitungsausschnitte, eine Pizza, selbstgebastelte Koffer und so weiter. Und die letzte Tüte ist noch die Tüte zum Thema Outdoor. Aber eigentlich beinhaltet sie einfach nur den alten Spielplatz, das Familienfahrrad und hier noch so ein Teil vom modernen Wohnhaus. Alle Tüten wieder reingepackt und schon geht es weiter. Hier könnt ihr unschwer erkennen, ist so eine kleine Dose mit der Aufschrift Lebensmittel. Hier sind also, wie gesagt, alle meine Lebensmittel drin, aber auch so Besteck oder Geschirr und so weiter, also so alles zum Thema Essen. Dann haben wir hier einen Karton. Hier steht die wichtigsten Figuren drauf und das stimmt auch. Hier am Rande haben ganz, ganz viele Playmobil-Figuren unterschrieben, also alle, die hier drin sind. Hier haben wir ganz viele Figuren, die wichtig für die Videos sind, die wichtig für mich sind oder die irgendwann mal wichtig sein werden. Onkel Stefan sagt Hallo oder Tante Nina oder die Schulsekretärin. Übrigens, falls ihr mal so alle meine Figuren sehen wollt, also alle Charaktere, die in unseren Videos so mitspielen, dann schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Hier ist dann eine Sortierbox. Die habe ich aus dem Teddy. Die mache ich mal für euch auf. Hier in dieser Kategorie sind Spielsachen drin. Dann haben wir hier Koffer, Taschen und Rucksäcke. Hier sind Bücher und Zeitschriften drin. Zum Beispiel auch selbstgebastelte Bücher. Und hier so Elektronik oder auch Geld und Schmuck und so weiter. Und das ist so die große Kategorie Shopping mit schicken Kleidern und Handtaschen. Dann haben wir noch eine Kiste mit diesen Figuren hier. Das sind Figuren, die ich in die Stadt stellen kann oder auch Figuren von verschiedenen Berufen, wie zum Beispiel so eine Ärztin oder eher Krankenschwester. So, jetzt ist sie auch fokussiert. Hier hinten, habt ihr vielleicht schon gesehen, habe ich vier Playmobil-Verpackungen. Und wir fangen einfach mal mit dieser hier an. Hier sind ein paar Teile aus dem modernen Wohnhaus drin, die ich nicht verwendet habe. Wie zum Beispiel einmal eine Terrassentür, weil ich einfach diese orangenen Türen nicht so schön finde. Hier ist bei mir alles zum Thema Party drin. Oder auch so Sommer, also Palmen. Dann haben wir hier noch Kinderzimmermöbel und ein paar andere Möbel sind auch dabei. Die habe ich einfach mal für euch ausgekippt. Wir haben hier verschiedene Betten oder auch Fitnesszubehör. Oder einen Geldautomaten. Und im allerletzten Karton sind dann die ganzen restlichen Möbel drin. Das sind die ganzen hier. Ich habe hier zum Beispiel Campingstühle drinnen. Oder auch diese gelbe Küche hier. Okay, nun sind wir auch schon bei der letzten Kiste angekommen. Hier sind meine Playmobil-Bauteile drin. Von Fensterteilen bis zu Dachelementen oder einfach solche Elemente. Hier erkennt man auch noch solche schönen Glaselemente. Und dort unten sind auch noch ein paar Bodenteile.
Ich habe mir nämlich vor einigen Tagen ganz frisch das alte Krankenhaus bei eBay Kleinanzeigen bestellt, da ich das einfach so schön fand, weil es eben diese coolen Glaswände hat. Das also zu dieser Kiste. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.